So, was machen wir? Fallen bereit. Die fallen bereit. Ich will jetzt eine Mission erledigen. Ich will hier nicht sinnlos rumhängen. So, was, wie kann ich hier Mission auswählen? Hier oben wahrscheinlich, ne? Hier habe ich falsch gehandelt. Ja, ich weiß. Wie oft will man es mir denn vorhalten noch? So, was gibt's denn hier? Geschafft, aggressiv. Kann ich hier irgendwas. Was? Jack Ritter. Zum Glück wurde niemand verletzt. Oh, ja, wie schön. Geschafft. Was soll ich denn jetzt machen? Mission aggressiv. Habe ich doch gemacht. Hast du nie was anderes für mich? Heute am 30.07.2013. Und ich bin immer noch verletzt. Mir will irgendwie auch niemand helfen. Ne? Ich muss mich gleich erstmal ein bisschen selbst kurieren. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich nehme erstmal ein Medikament und dann geht's weiter. So, Versorgung spinnt. Gib mal einen Spinn. Und was für mich hier? Aspirin klingt gut. Da pfeife ich mir gleich erstmal 10.000 Dinger rein. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Codein betäubt den Schmerz, heilt aber keine Wunden. Stell die Gesundheit zu einem guten Teil wieder her. Nehme ich auch nochmal zwei Stück mit von den Amvitaminen. Und ich würde sagen, jetzt will ich meine Mission erledigen noch. Und der Sergeant Eric Tanner hat mich ja gerade kontaktiert. Was will denn der von mir? War das nicht hier einer von den Army-Leuten? Wo waren die denn überhaupt nochmal? Hier? Was ist hier? Hier? Haus, nichts mehr da. Ja, warum ist es dann markiert, wenn da nichts mehr ist? Hier liegen immer noch der Rucksack vom Benzin. Da ist auch nichts mehr im Lager. Wie war denn das nochmal mit den Missionen auswählen? I don't know. Jacob, was ist vielleicht. Ach, okay, Jacob, willst du mit mir ein bisschen trainieren? Schießtraining vollziehen? Oder kann ich mich vielleicht sogar hinlegen und dann gleichsam regenerieren? Die Wunden, die mir zugefügt wurden auf meiner atemberaubenden Räuberjagd hier mit der alten Tic-Tac-Toe-Schlampe. Was macht denn der hier? Hallo? Jacob? Jacob! Hey, Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? Was mit Bill? I don't think so. Damn fools, probably drunk up a tree somewhere. But could Oh you nein, have your Bill. people keep an eye out for him? He's over Das wird the ernst, corner wenn now. Bill. Nein, nicht Don't das. worry about it. I'll alert the troops. Ja, okay. Ich nehme das. Ich übernehme das. Jetzt wird nochmal gespeichert. Das kann nur heißen, dass jetzt eine besondere Mission mit Bill ansteht. Du, wo ist die? Wo ist die? Wie nehme ich die aus? Lili Ritter, du könntest mir auch mal helfen, eine Mission auszuwählen. Das wird langweilig hier. Ich habe keine Ahnung. Was? Ach hier, Wachturm. Nee. Wer ist. Doch, nein, Darius. Gebäudeinformation, was? Some weird rumors have been going around on the radio. People Ja, wie getting mache ich beaten das up, denn? robbed, stuff like that. Any idea who's behind it? I don't know. Funkkanäle? Could Ruf be nach the old Plünderern? lady that volunteers at the cat rescue, or ooh, the Meals on Wheels guy. Ich stehe auf dem Schlauch He's got a gerade. van and everything. Or, and this is totally speculation here, it could be the known felons who live Ich weiß ja nicht, warum muss. Yeah. It might be time I had a little talk with a wolf. Hier? Nee. Hier? Might want to ask Joe about Mission. Ach so, Mission. Wo sind die Missionen? Hier. Vermisste Überleben. Da ist es doch. Verdammt nochmal. Zeit, die Wildcats zu stellen. Aha. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das hier. Vermisste Überlebende. Da gehe ich meinen Hinweisen direkt nach. Und schreite. Schnurstracks zu dem vermissten Überlebenden. Kann ich denn nicht irgendjemanden mitnehmen? Also, mir ist das immer, alleine ist mir das nicht so recht, muss ich sagen. Da braucht einmal ein Zombie mich schräg angucken und ich bin schon tot. Jetzt klettern wir hier an dem Zaun hoch. So. Alan, kommst du mit? Oder nee, du bist ja Darius mal. Oh nein. What's up? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Rolle von Darius Marshall. So, dann, Darius. Hey, Zuckerpüppchen, wohin des Wegs? So, kannst du nicht mitkommen? Wohin wollen wir denn gehen? Boah, das ist voll creepy, dass ich dich spiele und du mich trotzdem irgendwie mit mir kommunizierst. Das ist voll cool. Komm her, Baby, folg mir. Hier müssen wir lang. Die kommt nicht mit, weißt du? Ich steuere dich, wie als hätte ich meine Hand, weißt du, bei dir hinten so und würde dich steuern, wie so ein kleines Püppchen, wie Verflucht. so ein kleines Kasper. Oh Mann, das ist ja total krass. Jetzt erstmal rüber. Da ist der Tote, ein Toter, ein Toter, pass auf! Oh ja, ich bin schon auf der Hut. Pass bloß auf. Da, Oh Darius! ja, verflucht. Boah, das ist richtig Basie, hast du unglaublich. Ja klar, hier, guck dir das an. Ich war doch mal damals Hooligan gewesen, du weißt doch, Alter. Da geht's richtig die Post ab. Ich sehe schon, du hast da noch eine halbe Platte oben Ja, auf dem ich hab Kopf. da eine Landeplatze. Man wird älter, man Und wird noch ein bisschen von älter. einem Skinhead übrig geblieben, ne? Richtig, damals. Oh, ich gehe mal um, bin leider durch.
Einmal rein. Fenster gefallen. Finde den vermissten Überlebenden. Oha, wo ist denn der Kerl? Boah, guck mal, das ist ein richtiger Chatkloß. Den mache ich erstmal platt hier, ey. Wo ist der denn? Der hat nichts zu melden. Ich muss aber leise und langsam vorschreiten. Yeah, yeah. Oh, ist hier jemand? Ist hier? Kühlschrank, Alter. Ich gucke hier erstmal rein. Gucken wir vielleicht. Sobald dieses Gebäude komplett durchsucht ist, lässt sich hier ein Außenposten. Was ist der Bier drin, Alter? Nee, da ist nur ein Snack drin, lieber Darius. Ein Snack. Na gut, auch nicht schlecht. Oh! Dickenparade, 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 Dickenparade. Alte Zeiten kommen wieder auf. Yeah, wir sind British Hooligans. Kann ich hier was durchsuchen? Kann ich hier was durchsuchen? Hier, hier soll doch ein Überlebender sein, dachte ich. Immer locker vom Hocker. Wo ist denn der Kerl? Da ich weiß auch nicht. Hat er dich ganz klein gemacht? Vielleicht müssen wir einen Außenposten einrichten. Wie so ein kleiner Muck. Nach dem Motto, Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft. Oh, wo ist denn der Kerl? Schlecht, verdammt schlecht. Ah, er ist es auf jeden Fall nicht. Noch ein, komm her. Flachpfeife. Und erst. Oh, guck dir das an, das habe ich bei Wrestling gelernt. Das war ein Drop-Spinning-Kick, yeah. Ich bin berühmt für meine Drop-Spinning-Kicks. Und vor allem dafür, dass ich Frauen verprügel, bin ich noch berühmter. Für. Oh ja, ich schlag alle. Ob Frauen, Bitches, kleine Rotznöffel. Jeder kriegt von mir aufs Maul. Ob Frauen oder Kinder, hier wird nichts benachteiligt, alles wird verprügelt. Alles kriegt eine Klatsche, aber von vorne. Bisschen schneller. So. Oh, du da schon kommt wieder. Komm her. Die nächste Lady. Ja. Oh nein, das war die Birgit von nebenan, die kannte ich. Oh nein, das haben wir die tot Biggie gemacht. Mensch, die hat mir doch noch einen geblasen. Was? Naja, ich mach's also nicht. Platt, die Drecksau, ich mach's platt. Ich bitte dich, hier gucken junge Zuschauer zu, dich ein bisschen zurückzuhalten. Die klatsche ich auch alle. Wie? Die mach ich kaputt. Der kannst du nicht machen. Ich muss den Überlebenden finden. Wo ist dieser kleine Bastard? Warum guckst du da jetzt im Schrank nach? Mal ganz ehrlich. Ja, vielleicht hat er sich wirklich wie bei Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft, so klein gemacht. Das ist doch Schwachsinn. Das Abenteuer des Mr. C. Du laberst doch nur Schrott. Was ist denn da hinten? Was brennt da was? Ey, scheiße, Mann. Was brennt denn da? Ich glaub's ja nicht. Okay, ich glaube, da müssen wir gleich mal hin. Oh, nachdem ich hier den letzten Ort gemustert habe. Ich soll ihn ja sehr gründlich durchsuchen. Der Idiot, ey. Ich renne hier einen Wolf noch, ey. Boah, ey. Was? Und jetzt was wie... Guck mal nochmal hier in den Schrank. Hütchen fangen oder was? Vielleicht ist er unterm Hut. Komm, wo bist Warte, du? Wo ist er denn jetzt? Du kleiner Bastard. Ein Revolver! Oh, Revolver! Wow. Jetzt schießen wir wieder ein bisschen schärfer. Eine 38er kann ich immer gut gebrauchen. Also da ist er nicht drin im Schrank. Ganz ehrlich, das ist Schwachsinn, was du hier machst. Warte, aber schöner Flachbildfernseher. Hey, wo ist die Fernbedienung? Vielleicht läuft da ein Porn oder so. Da ist, glaube ich, nur ein Wecker drin gewesen. So, jetzt können wir einen Außenposten errichten. Das machen wir zugleich. Aber wir haben ja nicht genug Einfluss. Ich glaube, ja, das ist toll. Ich werde nicht mehr, Mann. Ich werde nicht mehr. Findet den vermissten Überlebenden. Wo soll er denn sein? Bei dem Molly? Wo ist er denn? Da hinten irgendwo, was? Kacke, ich finde ihn nicht. Da hinten? Da ist doch gebrannt. Ach, scheiße, Mann. Hallo? Ist da jemand? Ach du meine Güte. Oh, da ist schon wieder einer. Komm. Ach, komm her, da. Kann ich gleich wieder verzuseln hier? Die Olle? Weg mit ihr. So, und wo ist denn jetzt hier noch jemand? Findet ihr überleben? Wo denn? Im nächsten Haus vielleicht? Verflucht, wo ist sie? Oder er. Oder es. Wer weiß. Man weiß ja nie. Was für ein Überleben, aber Überleben, das fühle ich mir ja. Meine Güte. Verdammt, bin ich müde, mein Gott, ey. Ein bisschen musst du dich hier noch im Zeug legen. Oh, hallo? Ist hier jemand? Hey! Licht braucht man. Hey! Ist hier jemand? Verdammt, noch eins. Ich glaub, du... Seid ihr alle schwerig, oder was? Bist nicht erfolgreich bei deiner Suche hier drin, Mann, ey. Hier ist niemand. Das alles für ein paar lausige Dollar. Ich glaub's ja nicht. Also ich sehe persönlich... Ach du Scheiße. Ich glaub, das war der Überlebende. Oh Mann, die haben ihn abgeschlachtet. Nein! Oh, sie haben ihn abgeschlachtet. Aber wie? Was haben sie denn mit dem gemacht? Ach du meine Güte, ausgeweidet bis auf die Knochen. Ich werd verrückt. Ich glaub, die haben da zu viel gestreichelt, ey. Ich werd verrückt. Ich glaub, die Haut vom Leib gefasst hier. Bin ich hier gelandet. Verflucht noch eins. Und hier ist hier das noch kann doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Scheiße. Ich muss hier raus. Der auch noch. Guck dir. Oh nein! Oh Mann. Schon ganz verweckt, der Arme. Massaker. Ach du Scheiße. Mir wird schlecht. Boah, ich glaube, ich muss gleich kotzen raus hier. Eklig, hier ist nichts mehr.
Also hier ist echt nichts mehr. Ich bin ja einiges gewohnt, aber das ist mir zu hart gekommen. Hier vielleicht noch jemand? Nee, wir müssen hier raus. Hier ist kein Überlebender zu sehen. Wir müssen hier weg. Hier ist nichts. Oh, das Haus so. Stinkt nach. Raus! Geh raus! Ja, hier ist doch nichts. Ich hab alles durchsucht. Hallo! Ist hier jemand? Suche den Ort. Jetzt müssen wir wohl gründlicher suchen. Das gibt's doch gar nicht. Heißt also, wir müssen jetzt durch alle Schubladen. Wo ist dieser Kerl? Meine Zeit ist kostbar. Gucken. Zahl ist Geld und Geld haben wir nicht. Also, wo bist du? Ich frag's mich auch irgendwie. Ich bin hier gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich hier alles durchsuchen muss. Als wenn er sich hier irgendwo verstecken würde. Wie? Ist es... Hey, bist du etwa Nee, hier Bild? Ist niemand. Fehlanzeige. Hat niemand da. Hat er dich im Bild reingebeamt? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub weniger. Was denn das für Hoshis? So, nächstes Haus, nächstes Glück. Leise, leise besser gehen. Leise. Du bist immer so rabiat. Du musst immer gleich vorstürmen. Ja, ich war doch auch bei der Army, Mann. Immer vorstürmen, Mann. Immer in Deckung bleiben und vorstürmen. Erst Hooligan und dann Army, oder wie? Na klar. Shh. So, geh am besten da gleich hoch. Wo ist Direkt der? Ins Haus. Ich wollte mich anpirschen. Mach mal auf. Ruhig, verdammt nochmal. Mach auf! Ah, genau so. Ist hier jemand? Hey! Ist hier jemand? Ist das jemand? Brett! Dead. Wir haben ein Brett gefunden. Ja, was? Oh Mann. Ich habe Werkzeug. Bist du der Überlebende? Ich glaub's ja nicht. Brett ist der Überlebende, tatsächlich. Nur wo kriege ich ein Fahrzeug her? Naja, solange es nicht Brad Pitt ist, ist ja okay. Was hast du gegen Brad Pitt? Ach, ich weiß nicht. Der ist mir zu schwul, der Bursche. Ich mag lieber den John Travolta. Wie magst du den? Also nur platonisch oder... Die Klappe. Folgt mir einfach. Ich glaube, Brett hat Probleme. Hatte ich nicht ein Auto? Wo steckst du, Brett? Verdammt nochmal. Brett ist im. Der ist im Haus, der wartet, dass ich ihn abhole mit dem Fahrzeug. Verflucht. Ist da oben ein Fahrzeug? Ich hole mir mal ein Fahrzeug von meiner Station. Wenn denn da überhaupt eins ist, oder sehe ich das auf der Karte? Ich brauche erstmal einen Wagen. Aber vorher brauche ich noch einen Drink. Da ist ein Muscle Car. Ein Muskelauto. Ja, genau das brauche ich. Ein Muskelwagen. How's it going? Ja, schlecht. Ich gehe ja schon, du kleine Schlampe. Nein, die hat nur gefragt, wie es hier läuft. Nicht. Du bist echt unten. Soll schon laufen. So, ich... Tausende von Zombies. Ich muss meinen Arsch retten und dann noch so ein Breath retten. Ich soll schon laufen, Baby. Gut, wenn wir denn ein Auto haben sollten. So. Birne ist noch eine Stufe weicher. Leute, Ruth tut den Schraps nur gut. War eine alte College-Freundin von mir. Ruth. Oh, blaue Augen, rotes Haar, grüne Sommersprossen. Was ist mit dir passiert? Ich hab sie. Leider musste ich sie umlegen, die Schlampe. Warum? Aber. War sie infiziert? Sie war infiziert. Sie wollte mir ein HIV-Virus anrennen. Und da habe ich sie aufgeboxt. Da habe ich ihr einfach den Kehlkopf reingedrückt. Und da war sie tot. Oh Mann! Darius, also ganz ehrlich, bei HIV musst du nicht gleich den Kind umbringen. Da war nichts mehr mit Blasen, Kleiner. Aber jetzt... Oh, du bist widerlich. Aber jetzt müssen wir weiter zusehen, wo wir hier landen. Du bist ein Widerling. Dann mache ich gleich mal hier den Briefkasten kaputt. So, Brett, komm mal hier raus. Komm mal raus, Brett. So, Brett. Steig ein. So, Brett im Wagen und los geht's zurück zu unserer festen Basis. Schnall dich an, Junge. Ich glaube, Brett ist nicht so fürs Anschnallen. Er hatte schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat sich mal zu sehr die Nieren abgeklemmt bei einem Unfall. Ach, und seitdem schnallt er sich nicht an. Das heißt natürlich nicht, dass ihr, lieben Zuschauer, euch nicht mehr anschnallen solltet zukünftig, denn das könnte sehr gefährlich ausarten. Ja, hört auf ihn. So, was wir übernehmen ab hier, Brett. Warum? Du hast ja nichts zu sagen. Du bist ja neu hier. Steig aus, Brett. Folg mir einfach. Bleib dicht hinter mir. Ich folge eher Brett und irgendwie ist der unfassbar. Verflucht! Was ist denn mit Brett los? Brett, was ist denn? Was? Ruhig. Hey. Was soll das, Brett? Ey, Brett, was soll das? Ganz ehrlich. Das ist ein Verarscher, was du da machst, hey, weißt du? Mumm hat er ja. Weißt du? Papphuhnfigur. Vermisster Überlebende ist gerettet. Super. Mumm hat der Bursche. Mumm bringt uns heutzutage nicht mehr viel Aber weiter hier. Vielleicht ist der verkorkste Welt. Leichtsinnige Aktion. Wer weiß. So, ich packe jetzt erstmal hier den ganzen Schrott weg. Verflucht. Wir brauchen Aufziehwerke, ich nicht. Vorrat. Munition brauche ich schon. So ein paar Snacks lasse ich auch hier. Das nehme ich am besten alles mit. Und ich würde sagen, sollen wir das Kaliber hier 55, die Diplomat, sollen wir die wieder wegpacken oder mitnehmen? Die wollen wir behalten. Und was ist denn hier mit dem Gewehr Sidekick? Das lassen wir aber weg, ja?
Wenn meine Wumme haben. Sidekick-Gewehr, den kann ich doch selber machen, den Sidekick. Hast du doch eben gerade gesehen. Spaßvogel. Gut, dann. Ja, dann. Nee, komm, lass mal weg. Dann nehmen wir lieber hier die das Wumme Ding. Die Wumme ist klein und verwenden. Praktisch. Und außerdem kann ich damit schneller ziehen. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Ganz cool. Lili Ritter. Hey, wen haben wir denn da? Überlebenstaktik, täglicher Einfluss durch Grün begrenzt. So. Jetzt haben wir die Überlebenstaktik, ja. Die haben wir jetzt, das ist sehr schön. Überleben ist immer gut. Wo waren das jetzt schon? Jetzt habe ich schon wieder verpeilt, wo man hier weiter. Vorsicht, Vorsicht. Was haben wir denn auf der Karte? Da oben, da oben. Nicht so fix. Wir haben noch einen vermissten Überlebenden. Den müssen wir, glaube ich, erstmal aus der Debatte hier befreien, weil der ist in einem ganz schweren Gespräch mit Zombies dort gerade tätig. Ich habe Hunger auf Omelettes, aber die haben mir keine Eier. Darius, wenn du so einen Unfug jetzt laberst, dann wechsle ich dich gleich aus gegen Pastor Williams. Oh nein, bitte. Kein Mann des Glaubens. Ich hasse diese Prediger. Das ist aber Vorurteile, ehrlich mal. Das ist ein richtiger Lord. Scheiße, wo sind wir? Warte, ich nehme mal das Auto hier. Das Wagen nehme ich. Ich nehme mal das Wagen. Alter, das Wagen wird voll konkret geil, Alter. Ja, nimm das Fahrzeug, du Kleine. Was, du dann Kleine? Warte. Lebt das noch da vorne? Ist mir noch als lebend angezeigt. Warte. Nicht so schnell, nicht so schnell. Da Kleiner. Ist doch was. Fahr schön langsam. Hey, schnell, schnell, aber schön langsam. Ich hab grad voll Angst, hier ist doch was. Vorsicht. In dem Haus können wir überleben, oder? Vorsicht, Butchie Boy. Nicht so schnell. Butchie Boy? Hey, was geht da? Fuck! Ach du meine Güte, Zombie-Alarm. Wow, die hauen sich gegenseitig die Rüber. Mist, ich glaube, ist da jemand. Oder sind das Überlebende, die gerade. Ich glaube. Ich weiß nicht, ich guck mal hier so ins Fenster, aber ich glaube eher weniger. Mist, ich steck fest! Ich steck fest! Das gibt's doch nicht! Meine Güte, Mist! Warum bauen die in den amerikanischen Vororten ihre Veranden so? Hilfe! 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 Pick-up-Party! Verflucht, er hat mich! Scheiße, lass mich los, du Mistkerl! Verfluchte Drecksau! Alter, geh schnellstens ins Haus, bitte! Oh, yeah. Ins Haus, nicht... Was machst du denn? Was machst du denn da? Ja, da, deshalb läufst du gegen die Wand. Ja! Ja. Du gehst vor die Hunde. Wenn du so weitermachst, gehst du vor die Hunde. Kamikaze, ein Mann Armee. Ja, du bist tot, verdammt nochmal. Scheiße. Renn! Du hast auch eine Chance. Ich hab's überlebt. Hey, was hast du dazu gedacht? Noch nicht viel, denn du bist gerade noch am Rande des Todes. Aber ich bin fertig. Ich bin verletzt. Ist hier jemand? Ist jemand hier? Ey Mann, ich brauch Hilfe, ich bin verletzt. Scheiße. Oder ist jemand, aber der ist tot! Ach du meine Güte, Kacke, Mann. Da ist jemand, ein Überlebender. Timothy! Timothy Dorton oder was? Ich werde sie alle umbringen. Ich bring sie an. Ich glaube, wir knüppeln die besser, weil wenn ich jetzt die Waffe ziehe, dann wird es ein bisschen zu laut hier. So, Timothy, komm mal mit. Wir müssen in unsere Festung zurück. Was? Brich ihn mit Nein, wir sind doch nicht primitiv. Wir machen das wirklich hier ganz komm, elegant. Komm schon, Brett. Das ist nicht Brett, das ist Timothy. Brett ist schon wieder zu Hause. Verflucht, ich komme immer durcheinander. Ich merke das Timothy schon. Timothy Brett, hört sich doch fast so ähnlich an. So, Timothy, komm mit. So, wir keulen hier noch den letzten. Der kriegt noch einen schönen Nackenschlag. Ja, noch ja, komm schon. Wow. Hey, ganz schön, gute Arbeit. Ganz schön schlagarm, mein Freund. Ich muss einfach verschnaufen. Meine Wunde. Oh, meine Wunde. Ach, du hast sogar keine Wunde. Übertreib mir nicht. Da kriegst du noch einen Kaffee. Eskortiere den Überlebenden. Es geht weiter. Ich war noch in Vietnam damals. Komm. Weiter geht's. Weiter geht's. Kann ich hier mit nicht fahren? Verdammt nochmal. Oh yeah. Wo bist du? Das ist eine Herde, das ist eine Herde. Da ist eine Herde. Zombies, die kommen. Schnell, durchs Dickicht. Diese. Durchs Gebüsch. Diese verfluchten Zombies. Kommen wir hier nicht durch? Warum kommen wir denn nicht hier durchs Gebüsch? Ein Mist. Wir hängen fest. Es ist zu dicht. Zu dicht bewachsen. Dann gehen wir außen vorbei. Ah, verflucht. Aber leise. Ist denn halt die Klappe und folgt mir. Warte mal. Wir scheuchen sie mal auf. Kommt doch her! Hier sind wir. Ich würde an deiner Stelle rennen, Timothy. Und am besten nicht... Komm schon. Wie hast du das denn gemacht? Oh, da kommen sie schon. Renn! Komm schon. Renn, was das Zeug hält. Komm mit, dahin ist die Kirche. Bist du lahm?
Nee, da bist du ja schon. Oh, komm schon. Alan, gib uns ein bisschen Deckung, bitte. Dort haben wir Schutz. Ein Haus Gottes, da trauen sie sich nicht rein. Ne, da zweifle ich dran. Ich glaube, wenn sie könnten, würden sie reinkommen. Vertrau mir, Kleiner. So. Du kannst jetzt wieder nach Hause in die gute Stube. Ja, verpiss dich. Mach dich mal frisch. Du müffelst ein bisschen. Ja, verpiss dich. Und damit haben wir den letzten. Sei dankbar und verpiss dich jetzt. Ich muss. So, halt mal bitte deinen Zügel. Bisschen sachte. Das ist mir nämlich nicht gefallen. Ah, so. So, Basis. Was gibt's denn jetzt noch zu tun? Besten Dank, hab sich. Isabella. Isabella Giccio ist tot? Warum ist Isabella Giccio tot? Verdammt nochmal.